Check it, das Future-Spiel. Also wenn ich in der Zukunft so viel lesen muss, weiß ich nicht mehr, ob ich groß Lust darauf habe. Oh ja, aber guck mal, sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Man kriegt schöne buntige Bilder. Das Future-Spiel, check it. Die Zensuren der Englischarbeit. Georg 3, Monika 6, Malte 4 minus, Tom 5 plus. 4 minus 5 plus, die Armen. Nicht für die Schule, für das Leben leiden wir. 4 minus in Englisch. Tom, das gibt mir den Rest. Kannst du erklären, was der Unterschied zwischen 5 plus und 4 minus ist? Ist wie der Unterschied zwischen halb warmem und halb Das habe ich nicht kaltem gehört Kakao. gehabt, Ryu. Nicht mein Geschmack, Malte. Mir ist alles gleich. Schlechtes Zeugnis in der 9. Klasse gleich miese Aussichten auf eine Lehrstelle. No future. Was höre ich da? Gepflegte Englischkonversation? Von wegen, Jenny. Hier siehst du die versammelten Englischgenies der 9. Klasse. 4 minus und 5 plus. Meine Zukunft liegt in Trümmern. Tom, du willst wohl Archäologe werden, ha? Die Lage ist ernst. Aber nicht hoffnungslos. Vor euch steht eine glatte 2. Das stimmt. Ja, und wie wird man so ein Sprachgenie, Jenny? Indem man eine Oma namens Victualia hat. Die paukt mit mir. Ob deine Oma vielleicht ein Herz für zwei sprachlich Zurückgebliebene hat? Claro, die bringt euch auf Vordermann. Zukunft, du hast mich wieder. Also meine Zukunft ist sicher. Hab den Ausbildungsvertrag schon in der Tasche. Was ist das denn jetzt? Lauter willst du es jetzt haben. Starwolf hat erst gesagt leiser. Aber Malte will in die Computerbranche und Datenverarbeitungskaufmann werden. Was muss er da können? Klicke die wichtigen Talente an. Lass genauso. Guck mal, jetzt haben wir wieder so ein Problem. Was mache ich? Also ich muss sagen, ich stelle die Sachen eigentlich immer so ein, dass dass die Stimme und das Spiel eigentlich immer okay sind, ja? Für jede richtige Verbindung erhältst du 20 Punkte. Sind alle Kabel richtig verlegt, gibt es einen Bonus. Ja, können wir gleich nochmal gucken. Ich weiß ja nicht mal, was das hier alles für Sachen sind. Hier, der braucht das hier, oder? Ich weiß nicht, was das hier ist. Das braucht er vielleicht. Das hier. Datenver. Was ist das hier? Drei richtige. Und wie viele richtige gab's? Mach dich schlau, schau in die Infobox, auf gar keinen Fall. Da war ich schon lang genug drin. Da möchte ich nicht wieder rein. Makroharz, die Firma, da werde ich den Computer füttern. Der frisst dir sicher bald aus der Hand. Wenn ich nur wüsste, was aus mir werden soll. Höchste Zeit, dich um die Ausbildung zu kümmern zum Ende der 9. Klasse. Du hast gut reden. Also ich mache erstmal ein Berufspraktikum zum Reinschnuppern in den Job. Da merke ich vorher, ob es mir stinkt. Quirli. Unmöglich, Sie! Sie Lausebengel, Sie! Engel, Herr Schwarz, Engel! Wie? Unmöglich! Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich bin die, die gerade bei Ihnen angeeckt ist. Hi, Omi. Darf ich dir deine Englischschüler vorstellen? Tom 5 plus, Malte 4 minus, aber sonst 1a. Nice to see you, Jungs. Augenblick, muss erst noch mein Rollerbaby wickeln. Oh nein, random Spiele. Das ist wie diese Art von Spiel, die ich nicht mag. Wobei, sollte nicht. Ich sag besser nichts. Setze Wikis Motorrad zusammen. Mit der Maus kannst du benachbarte Quadrate in das leere Feld schieben. Okay, wir müssen uns erst mal die Info angucken. Also, das muss schon mal hier nach oben. Du hast 90 Sekunden Zeit, um das Puzzle zu lösen. Schaffst du es in 30 Sekunden, kriegst du 100. Bei 60, 50 und bei 90, 10 Punkte. Also muss man wirklich sagen, ja, Sprachqualität ist schon super.
das schon wieder. Das kriege ich niemals hin. Weil immer irgendwie ein Teil nicht da ist, wo es hin soll. Ich hab's geschafft. Ganz knapp. Ey, die ist doch abgefahren mit ihrem rasanten roten Roller. Schrecklich. Die hab ich mir total anders vorgestellt. Come in, rein in die gute Stube. Hey, cool, ey, ne Musicbox. Kostprobe gefällig. Genug des Vorspiels. Nur Action bringt Satisfaction. So, you folks. Wanna brush up your English? Yes. One week later. Lernen wir jetzt Englisch? Your English is horrible, boys. Oh. 3 Wochen später. It's getting better. Oh, es wird besser. 6 Wochen später. Fantastic! Oh, that's fantastisch! It. Gestern war ich mir noch sicher, Krankenpfleger. Das wäre genau das Richtige für mich. Anderen helfen und so. Aber heute... Wie denn, was denn? Na, du musst dich bewerben, aber möglichst fix. Ah, ihr seid gut. Und wie sieht sowas Fixes aus? Naja, irgendwie so eine Bewerbungsmappe mit Lebenslauf und so. Aha. Nee, keine Panik. Da hilft die AOK. Ob's das bringt? Ich muss nach Hause. Stopp, so können wir Tom nicht ziehen lassen. Bitte nochmal. Hey, keine Panik, da hilft die AOK. Ob's das bringt? Die AOK hilft bei allem. Ich muss nach Hause. Los jetzt, nicht kneifen, jetzt wird sich informiert. Nicht die Infobox. Ich habe dieses Checker-Männchen noch nie gesehen. Noch nie. Hallo Lena, was machst denn du hier? Hi Jenny, ich mache hier meine Ausbildung, sofamäßig. Sofa? Sozialversicherungsfachangestellte. Und womit kann ich den Herrschaften dienen? Also, der Tom hier, der hat's noch nicht so richtig drauf beim Berufsstart. Und da dachten wir, Logo, also da seid ihr sieht schon ein bisschen glücklicher aus. Hier bekommt ihr jede Menge Tipps und echte Hilfestellung zu Berufsstart und Ausbildung. Oh nein, was ist jetzt? 5 Sekunden. Was muss ich machen? Präge dir die Bilder ein, sie zeigen Infowege für Berufsstarter. Lena zählt 5 Infowege auf, klicke jeweils die richtigen Karten an. Du hast je 5 Sekunden Zeit, die entsprechenden Karte anzulegen. Für jede richtige Wahl erhältst du 20 Punkte, kannst also maximal 100 Punkte erreichen. Was? Ja und, die soll ich jetzt anklicken oder wie? Ich darf halt nur nicht die Zitronen treffen, oder was? Oder was muss ich jetzt machen? Merken? Ja, ich hab's mir gemerkt, weil der Timer geht ja nicht. Oh, Scheibengleister! Ich hab doch keine Ahnung, wo die Sachen waren. Ich hab nur gemerkt, dass das eine die Zitronen waren. Ich hab keine Ahnung. Ach, bin ich gut. Was? Das Informationsstiften was anderes? Falsch. Ich war erstmal irritiert, weil ich mir gedacht hatte, dass das ja eigentlich so ist, dass ich nur aufdecken muss, hier die ganzen Dinger hier, ist egal. Ich muss mich jetzt hier hoch konzentrieren. Oh Gott. Dafür, dass ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll, war es ja ganz okay. Ich habe da ein paar Fragen. Schieß los. Einige Fragen. Ich hätte die Fragen gerne gehört, muss ich sagen. In diesen Broschüren kannst du alles nachlesen. Oder noch besser, du besuchst eins unserer Bewerbungstrainings. Will nichts mehr lesen. Da kann ja wohl nichts mehr schief gehen. Sag mal, woher kennst du die Lena? Von meinem
beim Karate-Kurs, Malte. Karate? Mich trifft der Schlag. Nee, habt ihr in den Ferien nichts anderes drauf als den Harz? Echt ätzend, eure Pension, Rosalinde. Ach ja? 5-Sterne-Luxusurlaub in der Karibik wäre dem Herrn Sohn lieber, was? Mit Hummer bis zum Abwinken und Lambada die liebe lange Truppennacht, was? Ach, lass doch den Jungen. Wäre doch auch wirklich schön. Und der Palmen am blauen Meer und in der Ferne ein weißes Traumschiff. Siehste du und deine Pension, Rosalinde. Ohne mich. Schluss jetzt. Mein Herz hängt am Harz, basta. Ist das toll. Tag, Alter. Kommt rein in mein Imperium. Was hast denn da? Du weißt schon, meine Bewerbung als Krankenpfleger. Ich glaube, da stimmt's hinten und vorne nicht. Na, dann wollen wir uns die Unvollendete mal vornehmen, was? Mensch, Tom, da muss Schliff rein. Tipptopp, verstehst du? Auch das noch. Was denn nun schon wieder? Na, ohne Starfoto, da läuft nix. Ganz blöd bin ich auch nicht. Hier, freie Auswahl. Muss ich jetzt das Passende aussuchen? Welches Foto ist richtig für Toms Bewerbung? Klick es an. Du hast 10 Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden. Wählst du das richtige Foto aus, erhältst du 50 Punkte. Ich würde ja das nehmen. Wenn er sich als Krankenpfleger... Wobei, man sagt ja auch immer, es gibt kein Overdressed bei einer Bewerbung, ja? Ich sag trotzdem das hier. Wähle das nicht richtig. So. Danke. Sieht er nicht süß aus? Bingo! Man sagt dieser ja immer, Kandidat besser overdressed als underdressed. Die Hälfte Schrott, die andere fehlt. Lass mich machen, Jenny. Ich bin Bewerbungsfachmann. Also da muss unbedingt der Beruf der Eltern rein. Ja, und wie viel Kohle dein Vater macht von auch. Von wegen! Bewerbungsfachmann. Wohl eher mich interessiert, wie viel Geld die Eltern machen. Vollhartes Weichei! Halt, dieses Spiel bleibt jugendfrei. Was? Okay, jugendfrei bleibt das Ganze hier zum Glück. Ach Mensch, play it! Nimm Toms Bewerbung als Krankenpfleger unter die Lupe. Welche Aussagen gehören rein, welche sollen raus? Für jede richtige Entscheidung erhältst du 20 Punkte. Für jeden Textausschnitt stehen dir 15 Sekunden zur Verfügung. Maximal gibt's 100 Punkte. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, ich weiß noch nicht, was da insgesamt steht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, weg damit. Besonders gut sind meine Noten in musischen... Von mir aus kann man reinmachen, oder? Wobei, es hat ja nichts damit zu tun. Raus damit. Ich habe im März einen Rotkreuz... Ja, das kann rein. Hat was mit deinem Beruf zu tun. Ja, soll ich auch dort anfangen? Nein, das kommt raus. Du fängst doch nicht an, nur weil dein Papa da arbeitet. Wir müssen es jedenfalls beweisen. Ja, rein damit. So. Puh, das Teil war nicht das Einfachste. Geschafft ist geschafft. Deine erste Vorstellung kann kommen. Ja, denen werde ich die Zähne zeigen. Wieso? Bewirbst du dich beim Zahnarzt? Oh, so gut, das habe ich erwartet. Die Zensuren der Englischarbeit. Georg 4, Monika 5, Malte 2, Tom 3+. Oma Vicky sei Dank, von 4- auf 2. Das scheint mir für meine verfügbaren Gehirnreserven schlicht sensationell. Na, hoffentlich halten wir diesen Höhenflug bis zu den Zeugnissen durch. Mit Oma Vicky als Autopilot? Was soll da passieren? Schaut nach vorne, Malte, Tom, was seht ihr? Seht ihr nicht die großen Ferien vorne am Horizont? Nur noch 3 Wochen. Erinnere mich bloß nicht dran. Meine Eltern wollen schon wieder in den Harz. Und das bereitet dir sozusagen Herzschmerzen? Nee, eher schon einen Harzinfarkt. Meinst du nicht, wir sollten da vorbeugen? Ja, wie denn? Wir fahren gemeinsam in die Ferien. Ohne Regierung. Selber bestimmen, wo es lang geht. Voll starke Idee. Und wo soll's dann lang gehen? Nordsee, Ostsee. Frikassee. Wie wär's mit Hiddensee? Hiddensee ist voll okay. Ich sehe mich schon, wie ich in meinem Mini-Bikini braun gebrannt wie Claudia Ziffer über die Wellen der wilden Ostsee surfe. Die Wellen der wilden Ostsee. Genau. Ah, schon wieder. Unmöglich!
Schmeckt wirklich prima. Hä? Die Ferien stehen vor der Tür. Ach ja, ich hab's gar nicht klingeln hören. What about our English lesson? Ich wüsste was Besseres. Zum Beispiel Urlaubsplanung. Oh ja, ich bräuchte da eine neue Sonnenbrille, Badetücher passend zum Bikini. Wenn ich bloß nicht so viel um die Ohren hätte. Musst dir halt die Haare kürzer schneiden lassen. Darf ich auch mal was sagen? Oh, ich habe nämlich eine Vorladung gekriegt. Why? Hast eine Fensterscheibe eingeschlagen? Nee, eine Einladung zur Vorstellung im Krankenhaus. Mensch, Tom, jetzt schlägt deine große Stunde. Oh. Kommt mir eher vor wie mein letztes Stündchen. Oh, wieder Minispiel. Play it! Bringe Toms Vorbereitungsschritte in die richtige Reihenfolge. Mittels Mausklick kannst du eine Szene aus der oberen Reihe auswählen. Klickst du nun eines der freien Felder in der unteren Reihe an, so dass das ausgewählte Bild dorthin bewegt. War das angeklickte Feld schon besetzt, so werden die Bilder getauscht. Also bisher finde ich es ganz lustig, das Spiel, muss ich sagen. 30 Sekunden Zeit. Maximal 100 Punkte. Ach so, und wir müssen es halt einfach nur schnell schaffen. Alle 10 Sekunden geht es um 10 runter. Ich muss ja erstmal lesen. Aber ich muss das anklicken. Wir packen die Unterlagen. Nee, ich mach das dahin. Anfahrt, Unterlagen. Schlafen. Anziehen. Frühstücken. Auf dem Weg machen. Hey! Auf dem Weg machen, habe ich doch gesagt. Was passiert? Was? Wieso konnte ich das da nicht reinmachen? Kriege ich jetzt überhaupt irgendwelche Punkte? Ich kriege einfach gar keine Punkte. Ich glaube, da ist irgendwas nicht, hat nicht so ganz funktioniert. Hier braucht man ja einen Fremden für. Ja, aber es hieß doch, dass ich 100 Sekunden Zeit hatte. Ich habe doch jetzt nicht 1 Minute 40. Egal. 30? Hä, aber sie haben doch gesagt, es gibt 100 Punkte und alle 10 Sekunden geht's um 10 runter. Wieso habe ich dann nur 30 Sekunden? Da ist irgendwas nicht richtig gewesen. Bringe Tom schnellstens zu Dr. Brinkmann. Führe ihn durch das Krankenhauslabyrinth. Vorsicht, Hindernisse. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Und wie steuere ich den? Tom wird mit den Cursor-Tasten durch das Labyrinth gesteuert. Trifft er dabei auf ein Hindernis, so wird er wieder an den Ausgangspunkt zurückgesetzt. Gelingt es Tom innerhalb von 2 Minuten zum Ziel zu gelangen, erhältst du 100 Punkte. Wo ist denn das Ziel? Wow, nein, Hilfe. Nein, 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 nein. Oh, doch. Oh, was ist das denn? Ach, oben rechts? Okay. Wieso fährt da diese Liege von alleine? Ich weiß nicht, ob das so eine... Rechts, rechts, rechts! Wow, war das knapp. Da wäre sie beinahe in mich reingelatscht.